Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Pray for the Gods. Okay, ich bin auf einer riesigen Plattform. Ich dachte, ich springe mal eben rüber an die Wand und guck mir das an. Oh Gott, habe ich mich verjagt. Ja. Das macht gar nicht Platsch. Ist das kein Heilbrunnen oder so? Nö. Ja, klasse. So, warte mal, ich hab... wir essen mal was davon. Wie essen wir denn was? Wegschmeißen? Ein Tooltip-Text wäre schön, ne? Oder Tablette nehmen. Wir nehmen mal die Tablette. Okay, so. Es gibt nicht viel zu essen hier anscheinend. Ach so, daraus kann ich mir Pfeile machen oder ich kann ein Feuer weiter anfachen oder ich kann mir eine Axt damit machen als Waffe oder einen Bogen oder ich kann mein Dings reparieren. Nee. Ja doch. Alter, das ist aber schwierig. Wo kriege ich denn den ganzen anderen Trotz her? Das weiß ich gar nicht. So, okay. Nix zu essen hier. Das ist ja schwierig. Aber schön, dass wir überall rüberklettern können. Ist das hier rutschig? Kann man hier, kann ich darüber? Nee, warum geht denn das nicht? Bin ich jetzt ganz kaputt oder was? Ich wollte meine Kanone abschießen. Das hat aber nicht gemacht. Oh, hier oben ist was. Oh, ein grünes, ein Götterpopel. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, was es ist. Kann ich da ran? Na komm, gib her. Ah, benutzen. Was ist denn das? Eine Nuss? Kann man essen? Nee. Wenn man's in den Mund wirft, kann man es auf CD brennen und dann kommt ein Kotelett raus. Was bedeutet das? Hilft ein bisschen mehr als, ich weiß es nicht, oder heilt mich auch? Okay. Ach komm, in der Höhlenwelt, also mit Zeichnungen, ich brauche Geschriebenes. Das ist so eine Sache. Nee, ich kann immer mit meiner. Nee. Okay. Hier kann ich jedenfalls nicht rumoxidieren mit meinem Greifhaken. Das geht einfach nicht. Stellen wir uns hier mal ins Campfire ein bisschen. Wärmen uns kurz auf. Ich frage mich, wie ich mir einen Schlafsack machen kann. Oder also irgendwie eine Schlafgelegenheit. Muss ja irgendwie auch gehen. Sieht nicht so aus, als dürfte ich hier schießen. Warum ist denn das Licht auf einer Seite aus? Und warum kriege ich die Kamera nicht mittig hier? So, machen wir das mal so. Tastatureinstellungen. 10 Schießen. Ach, das ist vorhin bei untergegangen. Left Button. Und attackiere ist doch auch Left Button. Den habe ich, verdammt, wegen dem Keybinding vorher, habe ich den entfernt. Bestätigen. Üble Sache. So, also, dann. Dann gucken wir doch mal, ob wir da jetzt hochkommen. Rasant. Ja, es geht. Cool. Aber was machen wir mit dieser, was machen wir jetzt hier? Aber können wir vielleicht da oben rauf? Tut das weh eigentlich? Oder nicht so? Oh, doch ein bisschen. Ich will mal gucken, ob wir dann hier oben. Vielleicht gibt es hier noch mehr zu holen. Ah, das ist cool, dass man hier überall dran hochklettern kann. Das haben sie gut gemacht.
Das gefällt mir. Vielleicht ist da ja oben noch was. Ich glaube es jetzt eher nicht, aber ich will es mal sehen. Das ist... irgendwie muss man ja aber auch auf Spielstunden kommen. Nee, geht's nicht weiter? Da habe ich mich nicht nur... Oh, keine Ausdauer mehr? Oder was? Wo ist... warum geht das denn nicht weiter? Ist es zu glatt? Oder kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es zu glatt ist. Doch, ist zu glatt. Ja. Gut, dann... das ist da drüben irgendwas? Da geht es ja nirgendwo hin. F loslassen. Das ist nicht so cool, ne? Oder? Oh, wie geil! Zeitlupe! Ah, das ist cool! Ah, das gefällt mir aber. Nein, das geht wieder nicht. Okay, das hatte ich mir gedacht. Okay, jetzt ist sie gleich kaputt. Wir sollten damit aufhören. Die wird schon rot hier. Ja. Problem? Ja, Problem. Ich muss irgendwie... Geh mal rechts rüber. Geh mal rechts rüber. Nein! Ich bin nicht tot. Ehrlich. Oh Gott. Ich bin tot. Oh Mann. Ja, ist so. Warum sage ich auch was? Gut, es ist in Ordnung. Sehr geil. Habe ich jetzt eigentlich noch? Ah ja, ich habe die noch. Gut, dann hält unsere Waffe jetzt ja noch ein bisschen mehr. Ein bisschen länger. Habe ich die denn eingesammelt? Nein, habe ich nicht. Dann lass uns mal diesen Götterpopel da einsammeln. Der ist wichtig, bestimmt. So. Könnte Essen sein, ich weiß es nicht. So, ich brauche aber noch mehr Holz, ich brauche Stoff zum Reparieren und wahrscheinlich auch wieder so ein Seil für den Greifhaken, macht ja Sinn, ne? Ich hoffe, das finden wir jetzt alles hier draußen. Oh, hier gibt es noch was. Ach, wart. Hast du auch was für mich hier? Ne, da ist nix. Moment. Der hat mir doch eben unten irgendwie was mit der... Kam unten nicht so eine Einblendung mit den Maustasten? Auch nur dem... Ach so, klettern. Ja, ich weiß, ich kann an einem hochklettern. Wissen wir ja schon. Aber ganz ehrlich, da oben ist doch eine Plattform oder sowas, oder? Über uns hier, da? Sieht so aus. Okay. Was? Das war eine kurze Cutscene. Gleiten in der Luft. Benutze Segeltuch. Springen. Ja. Oh, cool. Kann ich das jetzt immer? Ah, ja. Das ist ja schön. Da drüben blinkt was. Das wollen wir uns eben angucken. Ja. Okay, Pfeiler. Ah, da unten ist ein Stück von der Karte. Ich laufe erstmal nach da und gucke mir das an, ob hier noch was blinkt oder so. Und da blinkt auch noch was. Drei Pfeile.
Das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Macht auf mich den Eindruck, als müsste man sich die wohl gut aufsparen, denke ich immer so. Also auf diesen Karten kann ich auch nicht so viel sehen, ne? Wir nochmal eben zurück. Segeltuch Space. Bisschen aufwärmen. Ja, sonst bringt mir nicht das nichts, ne? Nee, oben habe ich nichts übersehen. Ich könnte jetzt da ganz runtergleiten, ne? Könnte man, aber. So, sehr schön. Das funktioniert ja gut. Benutzen. Ausrüsten. Eine Nahkampfwaffe. Ach gut, dass wir uns keine gebaut haben. Jo. Okay, alles klar. Da steht ja noch jemand. Hier ist nochmal Holz. Nee. Was habe ich denn da aufgenommen? Ah, die sieht ja viel cooler aus. Was kann die denn mehr? Die ist blau. Die ist wellblau. Ist ja top. Ja, irgendwas Schlimmes ist hier passiert. Warum sind hier überall Tote? Warum lebt der denn schon wieder? Oh, what the heck? Wieso passiert mir sowas eigentlich? Ich laufe hier durch die Gegend, sag, warum sind hier eigentlich überall Tote? Und dann steht der Erste auf. Warum? Der ist aber nicht schnell, ne? Friert er wieder ein, wenn ich gehe? Das ist traurig. Okay. Warum kannst du das nicht? Hätte ich die töten müssen? Die können. Die werden meinen. Ja, das ist noch eine Idee. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich die doch beseitigen sollte vorher. Ach, er ist jetzt wieder eingefroren, ne? Okay, was macht er denn dann so, wenn ich nicht hingucke? Das sieht eher so aus, als würden sie eine Geschichte erzählen. Ja, nee, die sind alles dieselben Heulbojen. Kann ich die irgendwo hinlocken? Ey, lass das! Nee, kann ich nicht. Die kommen soweit gar nicht hinterher. Oh, Moment, ich habe da einen Greifhaken. Und wofür ist der denn gut? Das ist Greifhaken-Symbol an der Stelle. Ein Bogen. Also ich werde hier automatisch mit allen Sachen versorgt, die ich so brauche. Sollte ich die töten oder nicht? Wir haben jetzt Zielscheiben. Den muss ich wohl. Wir können natürlich mit... Noch ein Bogen. Sieht so aus, als hätten die hier schon...
So, wie schieße ich damit? Oh, ein ziemlich großes. Okay, jetzt sag nicht, dass der weg ist. Boah, okay, der ist weg. Ah, der fällt auch ziemlich schnell ab, ne, der Fall. Das ist relativ, ja, realistisch wohl. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt töten sollte. Achso, erstmal den Greifhaken ausprobieren. Und das bringt mir hier jetzt was? Klettern wir mal weiter hoch hier. Warum geht das? Da muss doch gehen hier. Ja. Okay, also runter geht's hier auch. Ich bin hier schwindelfrei, aber es ist aber. Oh Gott, was für eine Aussicht. Krass. Stark. Richtig stark, muss ich sagen. Warum hat man im Mittelalter immer eigentlich mal Teppich an die Wand gehangen? Ich frag mich ja nur. Ach komm, echt jetzt. Was? Wer? Wo? Vogel? Fallen lassen? Fallen lassen. Kann ich die Kiste kaputt machen? Ich kann die Kisten kaputt machen! Oh, waren denn da unten welche? Waren da Kisten? Nee. Oh, klar, da unten war eine Kiste. Ja, hier, meins, her damit. Das ist der Survival-Part. Mit Holzknüppeln auf Kissen hauen. Das ist klassisches Survival. Können wir mal sprinten, ne? Ah, ich kann sie auch mit der Hand kaputt machen. Okay. Die Waffe geht wahrscheinlich sonst so schnell kaputt, ne? Gehen wir hier nochmal hin. Und das dauert aber schon deutlich länger. Oh, was ist das? Noch ein Seil. Hier sind überall keine Beeren dran. Schade, sonst hätte ich was zu essen gehabt, ne? Kann ich die auch boxen? Nee, komm, mach ich nicht. Der tut mir irgendwie leid. Ah, guck an, hier war noch eine Kiste. Die nehmen wir noch mit. Das sieht nach Heiltrank aus. Denke ich mir. So in Rot. Das sind ja häufig Heiltränke in Spielen. Aber hier ist aber nichts mehr. Und das ist auch so gebaut, dass ich von hier aus nicht an die Dinger rankomme, ne? Nee, gut. Okay, sehr schön. Dann, dann mal los hier. Cool. Okay, und dann Gletschern. Ich höre doch hier irgendwie was. Ein liebliches Geräusch. Kommt das aus der Kiste? Kommt aus hinter der Kiste. Nein! Ah, das wollte ich nicht. Ich wollte. Nee. Ja, komm, jetzt reagiere ich erstmal ab hier. Ich hoffe, ich habe unendlich großes Inventar. So, und jetzt wollen wir erstmal angucken, was wir hier so aufgenommen haben. Also, die ist bald kaputt.
dann könnte ich sie fallen lassen oder das mal ausprobieren. Das scheint ja die bessere Version zu sein. Sie sieht auf alle Fälle sehr cool aus mit Metall. Wir haben die hier. Achso, das ist die Halt. Nee, das ist die Stärke. Das ist nicht die Haltbarkeit wahrscheinlich von dem Ding. Das könnte die Stärke sein. Das Ding ist noch stärker und das Ding ist. Nee, ist doch die Haltbarkeit. Wahrscheinlich von der Axt. Von der. Ja, von dem Knüppel. Das dürfte die Haltbarkeit sein. Wir haben einen Bogen. Nee, wie ist denn. Ach doch, es hat ein Mouse-Over, das ist beides dieselbe Optik. Aber gut, er ist etwas haltbar. Wir haben 8 Pfeile. Einen habe ich ja versemmelt. So, was haben wir denn hier? Wir haben, schöne Übersicht. 5 davon, ein. Ja, das ist mal ein großer Stoff. Ah, da kann ich. Ach, mit einem Stoff kann ich mir einen halben Schlafsack machen? Oder ist das eine Bettrolle? Oder einmal. Nee, das wird eine Bettrolle sein. Das ist nicht nur Stoff. Wo kriege ich den Stoff her? Ich könnte jetzt schlafen. Aber das geht ja noch. Hunger habe ich. Das sollten wir lieber erst mal machen. Das ist ein Heiltrank. Alles klar. Gut. Das ist ein Brot. Eindeutig zu erkennen. Das essen wir mal. Das hat jetzt nicht wirklich viel gebracht, ne? Oder? Da bringt dir die Beere viel mehr als das Brot. Ist ja unglaublich. Gut. Müssen wir hier runter? Vielleicht. Wir gucken mal auf die Karte. Dann kann ich jetzt nicht wirklich viel auf dieser Karte sehen, ne? Oder? Wo. Also da hinten, da müsste der nächste Gegner sein. Dann können wir doch einfach mal hier runterspringen. Da vorne ist doch ein Riesentor. Oder nicht? Könnte man doch eigentlich mal machen, oder? Einfach mal runterspringen. Das geht wahrscheinlich wieder nicht, das dachte ich mir. Aber warum bin ich denn hier raufgegangen? Okay, das Ding ist kaputt. So sieht das dann aus. Ist sie auch verschwunden? Oh, sie ist auch verschwunden. Okay. Dann müssen wir uns. Das ist aber gemein. Dann muss es reparieren, bevor es wirklich kaputt ist. Alles klar. Ja, ich würde sagen, was haben wir zu verlieren? Wir gehen mal runter, ne? Ach ja, ich kann ja das, ich habe ja das Schwebedings. Lass dich fallen. Ach komm, Mädchen. So. Ich habe ja das Schwebedings. Diesen Schal. Probiert das bitte nicht zu Hause aus mit so einem Schal. Ja, das ist doch kein Tor. Wo habe ich jetzt meinen Schal gelassen? Mein Tuch. Ach, mit Space. Kann ich einfach runter? Ist es gefahrlos? Ich würde eigentlich ganz gerne eher darüber, ne? Das sieht aber nach sehr weiten Abgrund aus. Na, gucken mal. Ja, ich meine, gut, ich kann da natürlich runtergleiten, ne? Das geht natürlich auf jeden Fall. Machen wir das doch mal. Gleiten wir da doch runter hier. Von der Hauptplattform. Mal, da fahren wir sie ja. Dann landen wir auf den Zwischensäulen. Denke ich mir.
Das, so machen wir das. Das klingt nach einem Plan. Genau. Ich komme schon auf meine Stunden. Haha. So, was liegt denn hier noch rum? Ach, gar nichts, nur Creme. Ja, das müssen wir jetzt üben. Können wir speichern? Nee, wir können... ach doch, manuell speichern. Neuen Spielstand erstellen. Spiel gespeichert. Okay, sehr schön. So, dann... okay, hier... schade, hier ist aber nichts. Aber vielleicht auf der nächsten... Mann! Das ist Sprungklettern. Sprungklettern nennt man diese Technik. Oder Schwebklettern. Oh, ein langer Weg jetzt nach oben hier. Aber sieht toll aus. Das ist mal eine Aussicht. Da komme ich doch nie hoch. Doch. Was ist denn mal nicht mal für ein Geräusch? Das Geräusch, dass die Ausdauer gleich vorbei ist. Toll, es hat sich ja nicht mal gelohnt hier. Okay. Schade. Uah, ja. Sieh mal, die erste Säule war leichter. Die hat mich direkt getroffen. Eigentlich dachte ich, dass ich... Es fühlt sich so an, als würde ich einfach so senkrecht nach unten fallen, was natürlich Unfug wäre, weil... du hast ja eine gewisse Geschwindigkeit drauf, die dich ja mitzieht. Und hier ist wieder nix. Geh doch nach Hause. Jetzt reicht's mir aber hier. Okay, sieht nach unendlichem Inventar aus, aber Essen ist ein Problem. Ich würde sagen, mit diesem schönen Ausblick machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Ich hätte jedenfalls Bock drauf. Ich hoffe, ihr seid auch da. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.